So. So drauf. Wir machen keine Redaktionskonferenz, weil wir keine Redakteure haben. Ja? Deswegen machen wir eine Personalkonferenz, die sich um einen selbst im Grunde genommen immer um das Gleiche dreht, nämlich um Themen. Auf jeden Fall haben wir uns eine Gruppe von Menschen, ja, eine Randgruppe rausgesucht, die in den letzten Jahren sehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, oft in der Presse diffamiert. Und zwar sind das die Welfen aus Hannover. Ja. I found myself alone and bored. I wonder without cause. Der Hauptassoziationsname, den man, wenn man an die Welfen denkt, an die Welfenprinzen und Prinzessinnen von Hannover, ist Ernst August. Es wurde ihm übel mitgespielt, zum Teil auch im Ausland, mit seiner Stefanie, die er ja verteidigt hatte, zum Beispiel mit Regenschirmen. Oder dann gab es ja, hat er drei Liter so eine Magnumflasche Champagner irgendwie während einer Zeremonie runtergezischt, musste dann die Notdurft verrichten am türkischen Pavillon, und daraus wurde dann auch direkt wieder eine Story gemacht. Und hier haben wir gesagt, Ernst, wir suchen Leute, wir wollen durch die Schulen gehen, durch die Hauptschulen, durch die Realschulen, aber auch durch die Hauptschulen, aber vor allem durch Realschulen in der Republik. Und da wollen wir gerne eine glaubwürdige Person mitnehmen, jemand, der wirklich sein ganzes Leben lang nichts, aber auch gar nichts geleistet hat und trotzdem in Saus und Braus lebt, ja? Und da sagt Ernst, Moment mal, das ist aber eigentlich eine gute Sache. So hat mich noch nie jemand angesprochen, und das scheint mir eine sinnvolle Geschichte zu sein. Endlich kann ich mal was Nützliches tun, außer Prügeleien, Frauengeschichten, hedonistischer Lebensstil, Geldverschwendung. Von Zeit zu Zeit werden wir Ausschnitte davon zeigen, wie ich mit Ernst August von Hannover, dem Welfenprinz, durch die Hauptschulen des Landes ziehe, um Gutes zu tun. Danke, Ernst! Muss ein bisschen hier dazukommen, Wolfgang. Ja, komm her, Digga. Ja, ein bisschen feiner. Hier, ich stelle meinen Kollegen hier hin. Hier, komm her. Komm her, hier. Oh, eine schöne Sonnenecke hier, dein Freund. Komm mal, Platz hier, Digga. Mach mal Platz. Ja, von ganz alleine, ohne Hilfe. Feiner bist du, ne? Ist ja auch kein Wunder, dass in der akademischen Mathematik keine Ziffern benutzt werden, außer, sagen wir mal, 0,5 oder sowas. Ansonsten wird da mit Worten hantiert, weil das Zahlenwerk nicht ausreicht, um die Geheimnisse und die mathematischen Illusionen des Universums darzulegen. Alcoholic kind of moon, losing my clothes and losing my loop, cruising for a piece of fun, looking out for number one, different partner every night. So much cutting out of sight. So, Feierabend hier, Kollegen. Überhaupt ganze Veranstaltung zu Ende, nicht?